Hey Freunde, schön, dass ihr wieder da seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Video über das Monster-Trio. Das heißt, wenn ihr dieses Video bis zum Ende schaut, werdet ihr ungefähr wissen, wie das Monster-Trio in der Zukunft von One Piece aussehen wird. Denn ich habe schon einige Ideen für Power-Ups und allgemein, ob das Monster-Trio noch das Monster-Trio an sich bleibt. Also Ruffy, Sanji und Zoro. Fangen wir das Ganze auch damit an. Und zwar wird das Monster-Trio bleiben. Denn in Zukunft wird wahrscheinlich Jinbei der Crew beitreten. Es sieht gerade aktuell danach aus, dass er vielleicht sogar nach Wano Kuni der Crew beitritt oder irgendwo mittendrin. Denn er ist immer noch nicht aufgetaucht. Jetzt zur Frage, ist Jinbei stärker als Sanji? Aktuell sieht es wirklich danach aus, aber wenn wir Sanjis Upgrade sozusagen nicht mit dazu zählen, könnte man das sagen. Aber wenn wir jetzt Sanjis Upgrade dazu zählen, also die Rüstung von der Germa 66, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass Sanji damit stärker sein wird. Das Problem hierbei ist, dass Sanji dieses Upgrade niemals akzeptieren wird, außer seine Freunde geraten in Gefahr. Und meiner Meinung nach hat er die Rüstung halt schon bekommen und es wird auch zu einer Situation kommen, wo er diesen Anzug anziehen muss. Denn sonst hätte er das nicht bekommen und das wäre sonst einfach verschwendetes Potenzial. Deswegen bin ich mir sicher, dass Sanji sozusagen akzeptieren wird, dass die Germa nicht seine Familie ist, aber dieses Upgrade wird er benutzen müssen. Und außerdem ist das bestimmt richtig gut an ihn angepasst und vielleicht werden seine Diable Jumble oder allgemein alle anderen Attacken von ihm dadurch gestärkt und ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass Sanji dadurch ein wirklich heftiges Upgrade kriegt. Ich hoffe es einfach nur und deshalb werden wir das dann in Zukunft sehen. Und ob er damit stärker als Jinbei ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, aber ich könnte es akzeptieren, wenn es so gesagt wird, denn Jinbei hat einfach Akainos Schläge mehrmals aufgehalten, er wurde durchlöchert. Natürlich hat das auch was mit seiner Körperstatur zu tun und allgemein seiner Herkunft, weil Fischmenschen allgemein vom körperlichen her um einiges robuster sind als normale Menschen, aber trotzdem, das würde halt, ein Sanji würde sowas halt nicht aushalten, ja, ist ja egal, von wo die beiden stammen, wer stärker ist, ist nun mal stärker, Ruffy ist ja auch stärker als Jinbei, von daher wird es halt wirklich schwer. Bei Zoro wäre ich mir dann schon um einiges sicherer, dass er Jinbei sozusagen besiegen könnte. Natürlich wird das nie passieren, aber er ist auf jeden Fall stärker. Und bei Sanji, wie gesagt, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Das heißt, das Monster-Trio könnte in Zukunft vielleicht das Monster-Quartett werden. So etwas könnte ich mir in der Zukunft vorstellen, aber vielleicht macht auch Oda irgendetwas, damit das Monster-Trio bleibt. So etwas wie Jinbei-Schwächen oder sonst was. Diese Idee gab es ja schon lange. Die war ja schon lange im Raum. Und als man dachte, okay, Jinbei tritt jetzt bei, gab es halt das Kapitel dann, wo Jinbei gesagt hat, hey, ich komme nicht mit, ich werde sie aufhalten, ich komme später nach. Und da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man Jinbei so sehr verletzt, dass er vielleicht nicht mehr so stark ist. Aber ob dieses Nerven halt was bringen wird, sage ich jetzt mal, werden wir dann in Zukunft sehen. Weiter geht's und zwar mit zukünftigen Upgrades. Und zwar hätte ich da, wie gesagt, einige Ideen. Bei Sanji die Germa Doppel 6 Rüstung, die würde halt richtig gut passen und er muss eigentlich diese Rüstung nehmen. Was anderes von Upgrade her fällt mir bei Sanji halt wirklich nicht ein. Wir hatten diesen gesamten Arc nur, damit am Ende Sanji diese Rüstung bekommt und die zieht er nicht mal an. Wir dachten, dass Sanji vielleicht irgendein größeres Update bekommt, aber hey, ich bin irgendwie damit auch zufrieden. Bei Zoro ist es ja klar, dass wir auf Wano Kuni etwas zu ihm sehen werden, auch zu seiner Familie, denn bisher haben wir von den drei sozusagen Hauptleuten der Strohbande, also wir haben bisher von allen ein Flashback gesehen, als sie der Crew beigetreten sind und so und als das mit ihrem Story Arc abgeschlossen war, natürlich, aber von Sanji haben wir jetzt noch einen gesehen und das lässt darauf schließen, dass man von Zoro noch einen Abschnitt aus seinem Leben sieht. Ob das jetzt die Zeit vor Kuina ist oder danach, wissen wir nicht, aber ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ob es halt die Zeit vorher ist, also wo Zoro noch jünger war, oder ob es halt danach ist, nach ihrem Tod. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es halt davor ist. Bei Sanji war es ja auch so, dass man die Story noch davor gesehen hat, also wo er zwischen 2 und höchstens 6 Jahren war, so geschätzt, vielleicht ist es auch ein bisschen anders, aber ungefähr so in diesem Alter und später, also anfangs hat man ja nur seine Story mit Jeff gesehen und das andere wurde in Anführungszeichen verschwiegen, weil er seine Familie noch nicht da war und so, weil Oda das noch nicht sich überlegt hatte wahrscheinlich und das wird dann auch in Zukunft mit Ruffy passieren, also noch einen Flashback über ihn, das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, beziehungsweise es ist eigentlich Fakt, dass das passieren wird, denn wir haben bestimmt irgendwas in der Vergangenheit, was irgendwas mit jetzt zu tun haben könnte. Bei Sanji war es halt wie gesagt die Familie, war nicht so heftig spektakulär, muss ich sagen, aber bei Zoro und Ruffy könnte das noch um einiges krasser werden. Bei Ruffy vor allem, wie er halt
noch jünger war, wie ihn Dragon vielleicht verlassen hat, wie ihn Garp aufgenommen hat. Also da sind auf jeden Fall meiner Meinung nach ein paar Lücken übrig, wo Ruffy halt noch um einiges jünger war. Auch wenn man Ruffys Flashback schon um einiges länger gesehen hat als bei den anderen, halt zusammen mit Ace und Sabo und so weiter. Aber trotzdem könnte ich mir gut vorstellen, dass man halt seine Vergangenheit noch richtig aufgegriffen bekommt und das etwas vielleicht mit seinem Power-Up zu tun haben könnte. Und kommen wir jetzt zu dem Power-Up von Zorro. Wie gesagt, irgendwas mit seiner Vergangenheit, irgendwas mit seinem Meister und natürlich irgendetwas mit seinem Auge. Das ist ja irgendwie klar und in dieser 2-Jahres-Session hat er irgendwas mit Mihawk gelernt. Er hat ihm irgendwas beigebracht, was mit seinem Auge zu tun hat. Ihr kennt die ganzen Zorros Augentheorien. Der hat wahrscheinlich irgendein Auge von Mihawk da drin, also irgendein Falkenauge oder irgendetwas in der Art, womit er halt seinen Dämon in sich erwecken kann und so. Und das passt halt gerade perfekt zu Wano Kuni, zu diesen Geistern von Wano Kuni und zu dem Kozuki-Clan und all dem Zeug. Ich finde, das ist einfach nur passend, etwas mit seinem Dämon zu haben, seinen Dämon unter der Kontrolle zu haben und deshalb macht er sein Auge halt zu. So eine Theorie gab es auch und ich finde die eigentlich relativ schlüssig. Aber ob Oda das nun jetzt umsetzt oder nicht, weiß ich nicht, weil er vielleicht denkt, okay, die Leute, die sehen das viel zu obvious und daher ändere ich das ab, aber ich weiß nicht, ob er da großen Spielraum hat mit diesem Auge. Von daher werden wir das in Zukunft sehen. Und jetzt kommen wir zu Ruffy, zu dem interessantesten Charakter. Also wie gesagt, Backstory-mäßig wird es auf jeden Fall was geben. Wir hatten ja auch letztens was mit einer Backstory und zwar, was er halt mit Rayleigh dort gelernt hat. Er hat auf jeden Fall noch mehr gelernt. Ja, die Snake-Man-Form hat er da dann rausgeholt gehabt und hat sich halt daran erinnert, oh, warte mal, da gab es ja noch was. Also er hat nicht im ersten Moment daran gedacht, dass es bei der Snake-Man-Form um eine Art Vorahnungshaki-Schutz geht, weil er halt selbst nicht mal weiß, wo er angreift und deshalb konnte Katakuri die Zukunft nicht genug vorhersehen. Das war auf jeden Fall richtig heftig und jetzt zu seinen Kämpfen bisher und was es an ihm gestärkt hat. Also bei Doflamingo war es so, dass er alle Haki-Arten gut konnte. Also er konnte Königshaki, wenn ich mich recht entsinne, er konnte auch Rüstungshaki, er konnte etwas Vorahnungshaki, aber nicht so heftig. Er hat schon zwischendurch so etwas vorher geahnt, sage ich jetzt mal, aber insgesamt war er halt nicht ultra krass, aber alle seine Haki-Arten waren halt relativ stark, aber nicht ein spezielles. Und deshalb hat er gegen ihn sozusagen die allgemeine Form G4 ausgepackt und hat auch allgemein alle Haki-Arten etwas gestärkt. So, später hat er dann gegen Katakuri gekämpft und dort hat er rein sein Vorahnungshaki und etwas sein Königshaki gestärkt. Natürlich hat Katakuri auch immer Rüstungshaki benutzt, aber das war jetzt auch nicht seine komplette Stärke. Seine Stärke war wirklich klipp und klar Vorahnungshaki. Und deshalb ist es auch so, dass Ruffy halt in diesem Kampf so viel mehr über Vorahnungshaki gelernt hat und jetzt so weit vorne ist. Ihr könnt gar nicht glauben, wie viel stärker Ruffy durch diesen Kampf geworden ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, diese Kämpfe lassen Ruffy nicht auf seiner aktuellen Stärke bleiben. Ich denke, er stärkt sich so viel mehr. Ich denke sogar, dass wenn Ruffy zuerst gegen Katakuri gekämpft hätte, dass er vielleicht sogar verloren hätte. So weit würde ich sogar gehen. Und ich denke, dass dieser Kampf gegen Katakuri auch seinen nächsten Gegner, also er wird seinen nächsten Gegner auch etwas in Anführungszeichen leichter besiegen, dadurch, dass er halt dieses Vorahnungshaki so sehr drauf hat. Aber der nächste Gegner, der kommen wird, wird höchstwahrscheinlich Kaido sein. Und Kaido wird sein Rüstungshaki auspacken. Und Ruffy wurde noch nicht in Anführungszeichen in Rüstungshaki genug trainiert. Natürlich von Rayleigh. Er hat wahrscheinlich auch eine Form von Rayleigh bekommen, beziehungsweise eine Anweisung, wie er diese Form machen kann, beziehungsweise wie gut er sein Rüstungshaki einsetzen kann. Aber trotzdem, er hat ja auch eine Anweisung bekommen dazu, wie er sein Vorahnungshaki trainieren kann und hat dann im Kampf gegen Katakuri nochmal seine Fähigkeiten ausgebaut. Das heißt, Ruffy muss gegen einen Gegner kämpfen, der diese Haki-Art gut drauf hat und währenddessen erinnert er sich an die Worte von Rayleigh und das wird auch gegen Kaido passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, da wird er einiges erfahren von dem, was Rayleigh gesagt hat und dort gab es ja bei diesem Flashback jetzt vieles Neues über das Vorahnungshaki und so und da hat er gecheckt, was Rayleigh überhaupt gemeint hat, weil er halt den Gegner vor sich hatte. Rayleigh war ja keine Bedrohung und es ist ja klar, dass Ruffy in einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, viel besser und effizienter lernt, beziehungsweise lernen muss, weil es sonst aus ist für seine Kameraden und für sich selbst. Und deshalb ist dieser Effekt vom Kampf noch um einiges größer als das, was ihm Rayleigh beibringt, beziehungsweise er nutzt halt das, was Rayleigh ihm beibringt und wandelt das halt um während des Kampfes. Und das gleiche wird dann später in Zukunft auch gegen Blackbeard sein und zwar mit Blackbeards Königshaki. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass Blackbeard Königshaki-Nutzer ist und vielleicht sogar einer der stärksten überhaupt und deshalb wird dann Ruffy sein Königshaki bei ihm dann ausbauen. Außerdem gab es ja
die Aussage von Oda, dass sich Zoro auf Rüstungshaki spezialisiert, beziehungsweise spezialisiert hat, Sanji auf Vorhandungshaki und Ruffy dann auf Königshaki. Und das würde dann halt auch perfekt passen, wenn Ruffy sein Haki, was am meisten Potenzial hat, sozusagen am Ende dann ausbaut. So viel zu diesem ganzen Thema mit dem Monster-Trio und deren Stärken, beziehungsweise was sie noch ausbauen können. Mich würde jetzt aber mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema mal interessieren. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und natürlich einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Das freut mich immer sehr. Das war es jetzt von mir und bis zum nächsten Video, Freunde.